So viel bleibt uns nicht mehr. 5 Stunden. Ich finde das relativ wenig, weil wegen dem Let's Play-Video musste ich eine Passage zweimal neu spielen, weil ständig die Aufnahme abgebrochen ist. Das ist natürlich mega ärgerlich. Aber danach kommt ja der 23. und dann ist die zeitliche Begrenzung des Spiels vorbei. Ich hasse generell zeitliche Beschränkungen, egal ob beim Spiel selber, wenn irgendwas auf Zeit Bei läuft, Ihnen, Zeitdruck. Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Melden Sie sich auf Ihren Stationen. Spannend. Jetzt gucken wir uns das Schiff an. Und schauen mal, was uns da erwartet. Das, soweit ich gelesen und gehört habe, kann man ja ausbauen. Inso mehr man Missionen macht auf fremden Planeten. Die eine war ja gerade eine Enttäuschung. Und dann nehmen wir uns nochmal einen Schildkondensator mit. Komm, Cora, Ladies first. Ach. Ja, gut. Fahren wir wieder mit der Bahn. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Ganz mein Mann. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Okay. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Was ist auf der Nexus passiert? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Avina, hilf mir. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Dann gucken wir uns mal Schritt für Schritt alles an. Fangen wir mal an. Weißt du überhaupt, welches Jahr wir haben? Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.
Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Okay. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Gute Frage. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Gut. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Dann melden wir uns auch an. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Geht so. Wo sind die Leute hin auf der Nexus? Und die Pflanzen sind noch am Leben. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Hallo? Ihr müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Ach, ich hab das Jetpack nicht mehr. Da ist jemand. Mich schon. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Wer bist du denn? Hallo? Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Okay, warum? Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage.
Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Ja, schau mal an. Viel Glück. Da sind doch eine Menge alter Bekannter. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Warum fragt mich das jeder? Natürlich. Deshalb bin ich hier, deshalb... nein, das hoffen wir auch nicht. Eine andere Wahl ist auch blöd. Mein Vater war davon überzeugt schon eher. Ja, natürlich bin ich das. Ich bin vielleicht nicht Ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Was hat der denn für eine Stimme? Wahnsinn. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Absolut. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Wo ist meine Normandy? Dann fängt das Spiel Willkommen auch eigentlich erst Nexus. So richtig an. Ah, komm, seien wir mal freundlich. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Okay, es gibt viel zu tun. Aber ich denke mal, die nächste Viertelstunde von dem Video werden wir damit verbringen, mit Leuten zu reden und das Schiff kennenzulernen. Gucken wir mal ins Logbuch. Verbündete Beziehung. Zusätzliche Aufgaben. Ja. Okay. Space kann ich Sachen priorisieren, das ist schon mal sehr gut, das zu wissen. Den Codex gehe ich jetzt nicht extra durch, bin jetzt gerade mal hier gelandet. Pistolen
habe ich zwei, da werde ich mich gleich auch nochmal drum kümmern. Auch im Forschungsbereich, das mache ich jetzt peu à peu, wenn ich dann auch dort bin. Ich kann endlich mal speichern. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Speichersymbol hier sehe. Fähigkeiten. Stufenaufstieg hatten wir ja schon, stimmt. Und das wird ja... Ein Punkt habe ich. Und drei kann ich vergeben. Universalgranate. Das wird jetzt ein bisschen was dauern. Stolperdrahtmine. Flakkanone. Pistolen, Sturmgewehre, Präzisionsgewehre, da stehe ich ja sehr drauf. Kampffitness. Was kann die Fitness mir sagen? Maximale Gesundheit gibt das. Kampfwerkzeug, Kampfkräfteschaden, Jetpacks, Nahkampfwaffen im Kampf, Präzisionsgewehre. 2% Schaden klingt mir jetzt nicht so viel. Selbst wenn ich den voll habe, kommen wir da nur auf maximal 12%. Sei denn, es ist erhöht sich dann mehrmals. Turbolader, was ist das denn? Das hört sich auch spannend an. Dafür brauchen wir Energiezellen, Betäubungsschuss. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ich gucke erstmal. Ich mal werfen, ziehen, Nova. Was kann man denn hier machen? Ziehen. Hebt ein Gegner ohne Schild und Panzerung hilflos in die Luft. Finde ich schon mal sehr interessant. Werfen. Schleudert ein Gravitationsfeldprojektil, das Ziele ohne Schild und Panzerung zurückwirft. Finde ich auch super interessant. Wäre, man muss jetzt auch sich taktisch überlegen, wohin man will. Will man eher zum die Person sein, die weiter hinter steht mit dem Präzisionsgewehr. Und wenn jemand zu nahe kommt, wie zum Beispiel diese unsichtbare Tiger, dass man die dann zurückwirft und dann nochmal draufballert, oder will man der Nahkämpfer sein, der alles kaputt prügelt. Nova kanalisiert Energie in eine Explosion mit hohem Schaden direkt um den Benutzer herum. Ja, das ist dann auch eher, wenn man auf Nahkämpfer geht, Schockwelle. Beschädigt Gegner mit einer Reihe von Explosionen, die sich durch Wände und andere feste Objekte fortsetzt. Gegenschlag wäre... Auslöschung kann ich noch nicht nehmen. Deshalb gucken wir uns das noch nicht an. Erzeugt eine nach vorne ausgerichtete biotische Aegis-Barriere, die die meisten Projektile reflektiert und den Schaden mehrerer... Das wäre wieder, Gegenschlag interessant für einen Sniper. Lanze. Verwüstet ein kleines Gebiet mit einem rasch geworfenen Energiestrahl. Verursacht Schaden an Schwachpunkten des Gegners, wie etwa Kopf. Zündet Combo Primer. Ich habe leider keine Ahnung, was ein Combo Primer ist. Wie gesagt... Ich habe mich komplett unwissend in das Spiel geworfen. Hier haben wir nämlich einen Combo Primer, den habe ich jetzt schon öfter gesehen. Und ich denke mal, das könnte vielleicht auch hier unten mit dem Combo Primer zu tun haben. Das werden wir noch rausfinden zusammen, dass man drei Sachen hintereinander macht und dann ist der Gegner restlos kaputt. Ermöglicht, jetzt sind wir bei Offensive Biotik. Ermöglicht einem Biotika die Schadensmaximierung gegen Gegner, und zwar sowohl direkt, aber als auch indirekt. Eindämmung bedeutet, verbessert die Kontrolle des Biotikas über Massenfelder, Masseneffektfelder und ermöglicht unübertroffene Manipulation von Gegnern und Objekten. Und hier können wir jeweils die Effektdauer hochsetzen.
hier, beziehungsweise den Kräfteschaden. Ich lasse das erst nochmal ruhen, weil wir werden jetzt die ganze Zeit nochmal gucken. Das Einzige, was ich mir nochmal angucken werde, ist der Tech-Tree, den wir haben. Überlastung. Setzt eine elektrostatische Entladung auf ein Ziel frei. Hoher Schaden gegen Schilde und synthetische Gegner. Da finde ich interessant, das steht hier glaube ich nicht bei, wie weit das geht. Ob ich das jetzt über das ganze Schlachtfeld machen kann. Verbrennung. Verschießt eine Plasmaprojektil, das Bonusschaden gegen Panzerung und Feuerschaden über die Zeit der Gegner ohne Schilde verursacht. Brennende Fallende erhalten ein Primer für Kombodetonation. Kyrostrahl. Setzt einen kontinuierlichen Strahl ultrakalter Partikel frei, der Ziele einfriert und mit einem Primer für Kombodetonation belegt. Okay. Dann werden Leute also markiert für diesen Combo, für die Combo-Detonation, die ich dann wohl auslösen kann. Einfrieren setzt die Leute außer Gefecht, finde ich nicht schlecht. Energieentzug stellt Stilde wieder her, indem ich Energie von den anderen absauge. Flammenwerfer darf natürlich nie fehlen in einem richtig guten Spiel. Setzt auf kurze Distanz einen Feuerstrahl frei, der Bonusschaden gegen Panzerung und Feuerschaden über Zeit verursacht. Gegner ohne Schilde, die in den Feuerstrahl geraten, erhalten ein Primer-Kombo. Invasion. Invasion. Infiziert Gegner mit einem invasiven Maschinenschwarm unter VI-Kontrolle, der die Verteidigung schwächt und sich auf Feinde in der Nähe ausbreitet. Das finde ich auch wieder sehr interessant. Hat er auch direkt wieder so ein Biohazard-Zeichen. Maximiert die offensive Fähigkeit von Tech-Kräften durch spezielle Universalwerkzeugsoftware und Hardware. Hilfssysteme verbessert dank individueller Universalwerkzeug- und Kampfanzug-Subsysteme die Effektivität von Tech-Kräften und Konstruktionen. Ja. Leute, ich bin ein bisschen überfragt und jetzt wird es doch besser. Jetzt kann ich nämlich noch Cora und Liam genauso ausstatten. Da werde ich mich, er hat 2 Punkte, die gute Cora auch, ich habe 3 Punkte. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Habe ich für jeden Baum 3 Punkte oder verteilt er sich, er wird sich wahrscheinlich auf einen der Bereiche verteilen, dann kann man schon sehen, wie viele Punkte hier zu vergeben sind. Dass wir auf jeden Fall hier uns spezialisieren sollten. Sturmgewehre habe ich, Kampfgewehre, Mods habe ich. Ich kann ja mal gucken. Ich habe mir gedacht, ich brauche hier eine Werkbank. Pistolen, Zielfernrohr. Kann ich das einsetzen? Zerstören will ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, da brauche ich erstmal eine Werkbank für, weil ich sehe hier auch gar nichts, dass ich das einsetzen könnte. Bergungsgut, Ressourcen, Waffenbaupläne. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Alle sind gewöhnlich. Hier habe ich also anscheinend schon eine Unterscheidung auch in Stufen, wie wir das von verschiedenen Spielen aus kennen. Sturmgewehr Avenger, Bauplan möglich. Ja. Cantana. Pistole. Predator. Schauen wir mal. Also mit einer gesunden Kombo, einer tollen Pistole, einem schönen Präzisionsgewehr und einige Fähigkeiten, wo ich Leute dann noch aus dem Kampf nehmen kann für die Crowd Control. Ich denke, das ist meine favorisierte Weise für das erste Mal durchspielen. Verbrauchsobjekte. Okay, das gucken wir uns nochmal an. Jetzt haben wir uns genug die Sachen angeguckt. Die Punkte werde ich gleich noch verteilen. Ich denke mal, es geht noch lange nicht in den Kampf. Wir gucken uns jetzt erstmal die Nexus an, sprechen mit ein paar Leuten. Die sieht ein bisschen aus wie meine, sieht nicht aus wie meine Schwester. Die liegt ja auch noch im Koma. Du und ich werden richtig gute Freunde werden. Glaub mir, du bist in 0, nichts repariert und einsatzbereit. Dafür müssen wir dich nur...
Nexus-Kontrolle an die Imperium. Wir so nicht. Reden wir also noch gut. Mal mit ihr. Was ist passiert? Mit was? Es heißt womit. Und ich meine ihren verdammten Vater. Okay, tut ich mag leid, das nicht. Ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Nicht wie er starb. Ich kenne die Loks. Was ist mit dem Pathfinder passiert? Okay, gehen wir auch da auf die Antwort. Dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Okay, wir haben ja einige Fragen. Ich gehe die mal durch. Fragen wir sie mal, was sie eigentlich so beruflich macht. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Warum interessierst du dich so für meinen Vater? Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonien. So, was machen wir denn mit den Gegnern? Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet, nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an, sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid, 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich, die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Alec Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation? Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Wir können nicht einfach einen Außenposten runterplumpsen lassen und eine fertige Anlage mit Umzäunung erwarten. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel, nicht unter der Leitung von Tan. Und auch nicht unter meiner. Ja, danke für Info. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Alec hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht.
Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Keine Sorge, Edison. Ich sehe eine rosige Zukunft für uns beide und noch für viele Leute mehr. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Hatten wir auch schon, deshalb melde ich mich ab. Meldungen aus dem Maschinenraum. Der Energieverbrauch der Hyperion. Was ist die Map? Bahnstation. Kolonialverwaltung. Aufgabe, die Nexus kennenlernen. Mit Ten sprechen. Was haben wir hier noch? Cash-Büro. Mit Cash sprechen. Das machen wir zuerst. Ich will mit Cash sprechen. Und zocke ihm direkt erstmal die Sachen aus dem Behälter. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert, das wollen wir nicht hoffen. Die Nexus ist ein einzigartiger Zirkus auf Edison. Wirkt sich alles schon aus. Okay, hier wird nur geheult. Deshalb lassen wir das mal liegen. Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Undock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen durchgebrannt sind. Aber das macht nichts. Es ist mir egal. Rede mit mir. Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Gut, gehen wir das auch mal mit dir durch. Wo sind denn die Kroganer? Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Nummer 8? Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Warum nennen Sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten. Aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Wenn Ihr Clan fort ist, warum sind Sie dann noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Okay, den werde ich wohl wieder zusammenrotten müssen. Außerdem hätte ich gerne einen Kroganer in meinem Team, weil der zerkloppt alles. Deshalb brauche ich schnell einen Kroganer. Meine eigenen. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Gian Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Was ist Gian Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen.
Noch was? Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen. Weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde. Auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Kein Wunder, dass Ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu Ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. 4 von 100 ist aber auch nicht viel. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Cash. Okay. Reden wir noch mit Ten. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind, Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Ja, wird ja auch Zeit. Ich will los. Gut. Ich habe mich schon langsam gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Addison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay. Aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum...
Machen wir mal kein Streitgespräch. Wo ist denn mein Schiff? Das hätte ich gerne. Sagen Sie mir, wo mein Schiff ist, damit ich von hier weg kann. Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von EOS sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum SAM-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Spannend. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Aber kann ja auch gut sein. Ich will noch mal gucken, ob ich noch weitere Informationen mit Ten bekomme. Und sollte das wirklich der Fall sein, dann... Ja, hier ist auch als Aufgabe, sehe ich gerade oben. Ryder, mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Ich werde die Archen finden, definitiv. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? So, liebe Freunde, das gehe ich nochmal durch. Dann sind wir definitiv schlauer und dann läuft die Zeit von dem Video auch hier ab. Dann machen wir ein kleines Break. Aber ich frage mal, wie Ten die ganze Sache hier sieht. Vor allem die Probleme auf der Nexus, die ja anscheinend relativ groß sind. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Warum mögen sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen.
Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Gian Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Warum sind Ihrer Meinung nach die meisten mitgekommen? Dafür gibt es tausende von Gründen. Einen für jeden Kolonisten hier. Was sucht ein Pilger? Normalerweise das Glück. Das, was ihm bisher verwehrt geblieben ist. Was ihn erfüllt. Wir können zwar niemandem versprechen, dass er es finden wird, aber wir ermöglichen die Suche danach. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Racist. Na gut. Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Welches Problem haben Sie mit Ihnen? Ich bin nicht Gian Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch. Überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exilanten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle 7 Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein. Und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen?
Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. Die Sache werden wir tatsächlich testen, aber das in einem anderen Video. Entschuldigung, wir machen uns gleich auf den Weg zu Hyperion. Mache hier aber einen kleinen Break. Schaut gleich wieder rein. Ich lade das nächste Video hoch, damit es heute Nacht noch da sein wird. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn, kommentiert mal ruhig. Feedback ist gar nicht so verkehrt. Und ja, ich bin gespannt, was ihr denkt. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Sag ich ja. Tschüss mit diesem wunderbaren Ausblick von dieser Brücke.